Vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Ja, lieber Martin, es ist ja schon interessant, dass du einleitend zu deiner Rede ausgerechnet Bezug nimmst auf eine Aussage vom ADFC-Bundesvorsitzenden, was er hier bei der Radverkehrsanhörung, die wir Grüne beantragt gehabt haben, vor 2, 3 Jahren oder wann das war, im Ausschuss gehört haben, dass es am Geld nicht scheitern würde. Interessant, dass du ausgerechnet auf dem ADFC Bezug nimmst, weil jetzt halt bei der Entstehung eures Gesetzentwurfs für euer bayerisches CSU-Radlgesetz habt ihr ja euch anscheinend überhaupt nicht interessiert, was der ADFC so sagt und was die anderen Fachverbände so sagen, weil ihr habt ja die noch nicht einmal um eine Stellungnahme gebeten, sondern ihr habt das Gesetz einfach im Hinterzimmer schnell zusammenbürstelt, weil euch aufgefallen ist, öha, die Wahl naht, Erfolgsbegehren rückt an, Panik hat sich bereit gemacht bei der CSU, dann ist euch eingefallen, nein, war vielleicht nicht verkehrt, wenn wir auch irgendwas hätten entgegen der bisherigen Parteipositionierung. Ja, bei unserem Vorschlag von einem Radgesetz habt ihr es noch weggetan und gesagt, brauchen wir nicht, Bayern schon Radlland, brauchen wir nicht, unnötig, und plötzlich habt ihr selber was zusammengestrickt, und zwar in einer Windeseile offensichtlich, und das merkt man dem Gesetz halt Artikel für Artikel an, dass man schnell ein bisschen was zusammengeratzt hat, dass man möglichst nicht substanziell grundlegend was verbessert und was ändert, aber dass halt ein bisschen was ausschaut. Das ist das Radgesetz, was ihr jetzt hier vorgelegt habt und was die Fachverbände sagen, auf die du dich bezogen hast, lieber Martin. Das war euch bei dem Prozess herzlich wurscht. Du hast das dann im Verkehrsausschuss noch so hitrat. Das hat mir schon ein bisschen gestungen. Es lägen ja alle Stellungnahmen vor. Ja, freilich haben die Fachverbände halt dann was geschickt von sich aus. Aber eingeladen habt ihr es nicht. Ihr habt euch nicht einmal mit ihnen zusammengesetzt. Ihr habt es auch nicht mit den Initiatorinnen und Initiatoren von dem Volksbegehren auch euch ein einziges Mal zusammengesetzt, um einmal zu hören, was wollen denn die 100.000 Leute eigentlich, die da unterschrieben haben. Und das ist schon wirklich schäbig, finde ich. Dann jetzt als Wahlkampfmanöver kurz vor der Wahl nur schnell da was hitzbürsteln. Und anscheinend hat euch auch nicht interessiert, was die kommunalen Spitzenverbände am Gemeindetag, hast du gerade zitiert, dazu gesagt haben. Ich lese einmal gerade vor, was der Bayerische Städtetag dazu schreibt in seinem Informationsbrief Nummer 6 vom Juni. Da steht drin, das Bayerische Ratgesetz: Der Gesetzentwurf wirkt jedenfalls beim ersten und dann vielleicht auch beim zweiten Blick sehr vage und zurückhaltend. Er greift einige Inhalte des Radentscheids Bayern auf, bleibt aber in vielen Bereichen dahinter zurück. Die Zielvorgaben wirken wenig ambitioniert. Das sagt der Bayerische Städtetag sogar dazu, und die werden es wohl wissen, weil das sind ja die vor Ort, wie du gerade gesagt hast, die es wissen müssen, was man beim Radverkehr braucht. Und ich bin mir sicher, dass wir den Radverkehrsanteil mit den Verbesserungen, die zugegebenermaßen in eurem Radgesetzentwurf drin sind, ein paar kleine Trippelschritte sind es in dem Radlgesetz, sicher nicht von 11% auf die bislang angestrebten 20% heben können. Dafür ist es viel zu wenig, viel zu unambitioniert. Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass ihr überhaupt gar keine Zielvorgabe mehr drin habt. Bis jetzt beim Radverkehrsprogramm 2025, was ja noch vom damaligen, damals noch zuständigen Verkehrs-, also Innenminister, damals Joachim Herrmann, auf den Weg gebracht worden ist, nämlich 20% Radverkehrsanteil bis 2025. Das steht bei eurem Radlgesetz überhaupt nicht mehr drin. Also gar keine Zielvorgabe, sondern erst einmal vertagt auf 2030, und dann soll man mal anschauen, ob das irgendwas gebracht hat. Auch gar keine Evaluation, Schritt für Schritt. Also das prophezeie ich euch, wenn wir bei dem bleiben, dann sind wir 2030 immer noch bei 11%, bestenfalls. Und deswegen brauchen wir hier eine grundlegende andere Radverkehrspolitik, nämlich ein Radgesetz, wie es das Volksbegehren vorgeschlagen hat, oder ein Radgesetz, wie es wir Grüne eingebracht haben. Und ich hoffe doch sehr, und ich bin mir sicher, dass wir das dann nach der Wahl, nach dem 8. Oktober hier als Regierungsfraktion hier umsetzen können, als Grüne. Was wir brauchen, das ist sehr wohl mehr Geld, 80 Millionen hört sich super an, aber wir haben ja schon rund 100 kreisfreie Städte und Landkreise, da sind 80 Millionen pro Jahr jetzt sicherlich noch nicht ausreichend. Wir brauchen auch mehr Personal. Du hast gesagt, die Zentralstelle sei nicht bekannt gewesen. Naja, was uns bekannt ist, das haben wir im Verkehrsausschuss ja mal rausgebracht, vor 1,5, 2 Jahren war das, wo wir mal nachgebohrt haben bei dem Landesradverkehrsnetz, das ja gerade in Planung war. Das ist nicht fertig, aber die Planung ist fertig. Martin, kleiner Unterschied, die Planung ist bald fertig, hast du gemeint, glaube ich.
Da haben wir mal nachgefragt, wie viele Leute arbeiten da eigentlich dran, wie viele sind denn das? Weil es geheißen hat, das wird gerade mit den 2056 Kommunen und rund 100 Landkreisen und kreisfreien Städten gerade einzeln abgestimmt. Dann haben wir da nachgefragt, das war noch in Corona-Zeiten noch zugeschaltet, ja, wie viele Leute sind denn das, die da immer im Ministerium dran arbeiten oder in externen Agenturen und Büros und so weiter. Haben wir jetzt schon gemeint, dass da so 20, 30 Leute daran arbeiten, wenn man mit 2056 Kommunen ein Landesratnetz abstimmen muss. Und dann war die zerknirschte Antwort nach einiger Unterbrechungszeit und Beratungszeit: eine Person, eine ist das. Das war damals die Aussage im Verkehrsausschuss und nachgeschoben worden ist noch ganz schnell, aber eine Vollzeitstelle, die wo das macht. Das war ein Zitat nachzulesen im Protokoll vom Verkehrsausschuss. Wahrscheinlich ist das die Rat. Wahrscheinlich ist das die Radl-Zentralstelle, die es angeblich schon gibt und die man jetzt da umbenennt und in einem Gesetz fasst. Ich hoffe jedenfalls, dass es mehrer sind. Wir brauchen da sehr, sehr viel mehr Personal. Wir brauchen auch ein Konzept für sichere Schulwege. Wir brauchen Radschnellwege, die man nicht die Kommunen aufdruckt, die unterschiedlich leistungsfähig und gewillt sind, sondern die als übergeordnete Infrastruktur halt vom Freistaat Bayern organisiert werden, so wie das in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg der Fall ist, und gerne auch eine Landesagentur, die wo die Kommunen systematisch unterstützt und nicht bloß ein paar Leute im Ministerium. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.